Servus zusammen! Ja, die Super Boogie Blimp ist überall aktuell momentan in Clash of Clans. Eine sehr, sehr beliebte Strategie, was auch keinen wundert. Immerhin kann man ein riesiges Value damit bekommen, wenn dann das Base Layout des Gegners natürlich auch dafür passt. Sie hat aber auch so ihre Tücken, diese Strategie. Deshalb habe ich jetzt mal fünf Dinge für euch hier zusammengestellt, die ihr auf jeden Fall beachten solltet, wenn ihr auch mit dieser Super Boogie Blimp erfolgreich unterwegs sein wollt. Lange genug geredet, ich würde sagen, wir schauen hier direkt in das erste Beispiel rein. Ja, und das erste, was ihr auf jeden Fall beachten müsst, ist, dass ihr die Zauber, die ihr dabei habt, richtig setzt. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber im Prinzip macht es einen riesen Unterschied, in welcher Reihenfolge ihr die Zauber auf die Superbogenschützen draufschmeißt. Ich werde euch auch gleich nachher erklären, warum das so ist. Das ist hier jetzt mal so eine klassische Armee. Wir haben hier zum Beispiel die Superbogenschützen in Kombination mit einem Sui Lalo. Ihr habt da generell in der Regel immer zwei Klonzauber, sechs Unsichtbarkeitszauber und einen Wutzauber dabei. Und in der Clanburg natürlich dann die sechs Kobolde, vier Mauerbrecher und die drei Superbogenschützen am Start. Und der Haupt Teil eures Angriffes besteht natürlich darin, dass die Superbogenschützen geklont werden. Ja, das heißt, ihr macht aus diesen drei Superbogenschützen möglichst neun. Ja. Das Problem ist jetzt, man muss zunächst einmal verstehen, wie denn der Klonzauber genau funktioniert. Ja, und wenn wir uns den Klonzauber jetzt genauer anschauen, dann seht ihr oben Klonkapazität 38. Was heißt das jetzt genau? Nun ja, eure Truppen, wie ihr sicherlich wisst, haben einen speziellen Wohnraum, den sie halt benötigen. Eine sogenannte Truppenkapazität, wenn man so will. Die Kobolde zum Beispiel haben hier einen Wohnraum von 1. Die Mauerbrecher, die ihr in der Klammburg auch dabei habt, haben einen Wohnraum von 2. Und die Superbogenschützen haben einen Wohnraum von 12. Nun ja, und sobald ich halt eine Truppe in diesen Klonzauber setze, wird sie in einem gewissen Abstand beliebig oft geklont. Das heißt, ich habe euch, um das einfach mal zu vereinfachen, hier ein Beispiel. Wie ihr sehen könnt, setze ich hier einen Klonzauber und mache jetzt lediglich eines. Ich setze einen einzigen Kobold hier in diesen Klonzauber rein und der Kobold wird nun 38 Mal geklont, bis dann der Zauber verschwindet und die hier entstandenen Klontruppen, die bleiben jetzt halt einen gewissen Zeitraum, ich weiß nicht, 10 Sekunden oder so, I don't know, hier bestehen. Ja, und damit sind wir schon bei der Problematik von der ganzen Geschichte, nämlich wenn ihr den Klonzauber einfach viel zu früh schmeißt, ne? Weil man muss auch wissen, in so einer Blimp kommen immer die Truppen mit dem niedrigsten Truppenwert als erstes raus. Das heißt, sobald sich die Blimp öffnet, kommen erst die Kobolde raus, dann die Mauerbrecher und ganz zum Schluss die Superbogenschützen, ne? Und in dem nächsten Beispiel habe ich das jetzt einfach mal versucht zu simulieren. Das heißt, ich schmeiße auch hier wieder einen Klonzauber, setze dann erst die Kobolde, die sechs Stück, dann die vier Mauerbrecher und hinterher die drei Bogenschützen. Also genauso wie sie auch aus der Blimp rauskommen würden. Und wie ihr seht, werden erstmal die ganzen Kobolde und Mauerbrecher geklont. Tja, und im schlimmsten Fall ja, nicht ein einziger Superbogenschütze. Und das ist eigentlich gar nicht das, was ihr haben wollt. Ja, das war jetzt viel Theorie und wir haben lange drüber geredet. Und was das genau jetzt denn wirklich für einen Unterschied macht, möchte ich euch gerne in diesem Beispiel hier einmal verdeutlichen. Das heißt, ich komme jetzt hier mit der Blimp rein, ja, spiele die Zauber jetzt im Prinzip, so wie ich es auch meistens bei den Verteidigungen gegen mich sehe, erst die Klonzauber. Ja, habe jetzt auch, wie man sieht, hier eine Menge an Mauerbrechern und ja, Kobolden geklont. Das heißt, das ist eigentlich genau, was man nicht haben möchte. Natürlich kriege ich hier trotzdem eine Menge raus, ne? Man sieht, ich bin hier schon jetzt bei 17% Gesamtschaden. Auch das Rathaus, das fällt hier gerade noch so. Ja? Aber wir wollen uns jetzt natürlich mal angucken, was das für einen Unterschied macht, wenn ich denn die Zauber richtig setze. Ja, und jetzt fragt ihr euch bestimmt aber, ja, wie genau wirft man denn in welcher Reihenfolge die Zauber? Nun ja, ich kann euch nur sagen, wie ich das mache. Das heißt, ich werfe den ersten Unsichtbarkeitszauber und innerhalb diesen 4 Sekunden, also generell, wenn ihr einen Unsichtbarkeitszauber wirft, der hebt ja 4 Sekunden. Ich kann euch nur empfehlen, diese 4 Sekunden wirklich laut
so blöd es klingt, abzuzählen. Das heißt, ihr werft den ersten Unsichtbarkeitszauber, zählt die 4 Sekunden ab, werft einen zweiten Unsichtbarkeitszauber und dann werde ich nach der dritten Sekunde möglichst dann innerhalb von einer Sekunde beide Klonzauber, den Wutzauber und wieder den nächsten Unsichtbarkeitszauber schmeißen, weil bis zu diesem Zeitpunkt sollten alle Kobolde und Mauerbrecher bereits out of range sein, sodass ihr auch wirklich den Klonzauber nur auf eurer Superbogenschützen anwendet. Was man hier vielleicht im nächsten Beispiel ganz gut sehen kann. Das heißt, Bim kommt hier rein vom selben Winkel. Erster Invis ist da. Ich zähle die 4 Sekunden ab, werfe den zweiten Invis, zähle dann auf 3 und werfe jetzt ganz schnell Klonzauber, Wutzauber und den nächsten Invis. Ihr müsst hier wirklich schnell sein, dass ihr auch möglichst eure Truppen dann wieder unsichtbar macht. Und wie ihr sehen könnt, nach und nach dezimieren hier die Superbogenschützen wieder diese Base. Mit dem Unterschied, dass ich bei dem ersten Mal halt wenig Superbogenschützen geklont habe und diesmal wirklich den Klonzauber komplett auf meine Bogenschützen angewendet habe und hier das Maximum rausgeholt habe. Jetzt könnte man meinen, gut, vorhin hast du 18% geholt, jetzt bist du bei 22%. Der Unterschied ist ja gar nicht so groß. Aber der Unterschied, der ist groß. Ich werde euch jetzt auch nochmal genau nebeneinander stellen, wie groß der Unterschied ist. Ja, und hier habe ich euch nochmal das Ergebnis von beiden Beispielen nebeneinander gelegt. Links praktisch das erste Beispiel, wo wir halt nicht so optimal unsere Superbogenschützen geklont haben, sondern mehr die Mauerbrecher und die Kobolde. Und rechts im Prinzip die optimale Version dieser Variante. Und wie ihr sehen könnt, wir haben in dem zweiten Beispiel, wo wir eben die Zauber richtig eingesetzt haben, zusätzlich zwei Bogenschützentürme, einen weiteren Tesla, einen weiteren X-Bow, eine Bauarbeiterhütte und den Monolithen noch rausbekommen. Das heißt, klar, 18 zu 22%, aber die 4% Unterschied, die haben ordentlich geschmeckt. Von daher kann ich es euch nur ans Herz legen, die Reihenfolge der Zauber ist nicht ganz unwichtig. Aber 4 Dinge haben wir noch offen. Schauen wir uns mal das nächste Thema an. Ja, das nächste, was wir uns hier anschauen wollen, ist eine neue Verteidigung, die im Zuge des Rathaus 15 Updates eingeführt wurde, ist nämlich der Zauberturm. Im Speziellen der Gift-Zauberturm, weil der kann eure Superbogenschützenblimp ordentlich nach hinten losgehen lassen. Ich habe hier mal ein Replay für euch vorbereitet. Das war eine Verteidigung aus den letzten Tagen gegen meine Base. Und der Kollege macht hier einen entscheidenden Fehler, kommt ja auch von unten rein. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier zwei Giftzaubertürme extra gegen so eine Superbogenschützenblimp von unten platziert. Der Kollege wirft hier jetzt den Invis viel zu spät. Der Giftzauberturm hat schon längst ausgelöst, da ein Mauerbrecher schon aus der Blimp rausgekommen ist. Und was der Kollege leider gar nicht merkt, er investiert jetzt hier einen Invis, einen Klonzauber, einen Wutzauber und nochmal zusätzlich einen Invis. Weil er noch gar nicht gemerkt hat, dass seine Superbogenschützen im Prinzip alle gestorben sind. Das heißt, 7 Truppenkapazitäten in dem Fall hier zum Fenster rausgeworfen. Also, da ich das öfter gesehen habe, jetzt in den letzten Tagen, kann ich euch auch hier nur anraten, haltet euch mit eurer Superbogenschützenblimp möglichst fern von diesen Gifttürmen. Ihr habt ja gerade in Legende 30 Sekunden Zeit, um euch das Base Layout genau anzugucken vom Gegner und euch auch möglichst einen taktisch klugen Landeplatz für eure Blimp rauszusuchen, um zum einen natürlich möglichst viel Value zu bekommen, aber zum anderen auch eben zu schauen, wo ihr da ungefähr landet. Und der Giftzum, das sieht man ja hier auch, der hat ja auch hier der weiße Kreis hier eine gewisse Range, in der er praktisch dann ausgelöst wird. Und was man auch noch wissen muss: Selbst wenn ihr es schafft, eure Truppen die ganze Zeit Unsichtbarkeit, also unsichtbar zu halten, sodass dieser Giftzauberturm nicht ausgelöst wird, wenn ihr in der Nähe landet, ja, und diesen Giftzauberturm dann zerstört durch die Schüsse von den Superbogenschützen, droppt am Ende trotzdem, wenn der Zauberturm drauf geht, der Giftzauber entsprechend. Und auch wenn ihr da in der Nähe seid, habt ihr im Prinzip dasselbe Problem. Deshalb mein Tipp Nummer 2: Haltet euch fern von den Giftzaubertürmen. Ja, und Tipp Nummer 3, den ihr auf jeden Fall beachten solltet, wenn ihr mit der Superbogenschützenblimp unterwegs seid, hat auch mit dem Update zu tun auf Rathaus 15. Und zwar ist es die neu eingeführte Truppe, die Elektro-Titanin.
Weil im Prinzip macht die, wie man ja schon sehen kann, Schaden pro Sekunde 220 und einen Aura-Schaden pro Sekunde 125. Das bedeutet, sobald die Elektro-Titanin gesetzt wird, hat die einen Kreis um sich rum, innerhalb dessen sie halt diese 125 Schaden pro Sekunde macht. Und das ist im Prinzip eine gute Möglichkeit, wenn ihr die nämlich in eurer Clanburg als verteidigende Truppe einsetzt, hier gegen so eine Superbogenschützenblimp vorzugehen. Ich zeige euch auch hier in dem Replay, wie das Ganze nämlich funktioniert. Ich komme hier nämlich von oben jetzt mit der Blimp hier rein, habe hier in der Clanburg eben eine Elektro-Titanin drin. Die kommt jetzt hier auch schon raus, wie man sehen kann, weil sie natürlich durch die Loons ausgelöst worden ist. Ich lande jetzt aber natürlich direkt auf der Elektro-Titanin, schmeiße meine Zauber wie üblich und bekomme jetzt aber hier schon den Aura-Schaden von der Elektro-Titanin ab. Und wie man sehen kann, sind meine ganzen Truppen hier dahingeschmolzen. Und auch das im Prinzip ist mir selbst einige Male in Legende passiert, dass ich im Prinzip in der Nähe oder auch, ja, weil es halt gut aussah, auf der Clanburg des Gegners gelandet bin. Und wenn dann eine Elektro-Titanin drin war, dann bin ich auch hier natürlich ordentlich auf die Nase gefallen. Das heißt, Tipp Nummer 3 im Prinzip, haltet euch möglichst auch fern von Clanburgen. Das gilt übrigens auch dafür, wenn der Gegner zum Beispiel in der Clanburg 3 Eisgolems spielt. Ihr habt immer das Problem, dass eure Superbogenschützen natürlich diese Eisgolems mit erwischen und auch wenn ihr dann kurzzeitig gefrostet wird, geht euch meistens einiges an Zeit flöten, die ihr hier benötigt, eigentlich um ein entsprechendes Value zu bekommen und auch das kann euren Angriff natürlich ordentlich nach hinten losgehen lassen und im Notfall dafür sorgen, dass ihr eben das Rathaus nicht ganz down bekommt. Also von daher Tipp Nummer 3, schaut, dass ihr ihn vielleicht nicht unbedingt in der Nähe oder direkt auf der Clanburg des Gegners drauf landet. Ja, und ein weiteres Thema ist ein allseits bekanntes Thema und zwar ist es der Bombenturm. Der Bombenturm macht bei Zerstörung 500 Schaden. Und derjenige, der schon damals mit den Supermagiern unterwegs war, der kennt das Problem. Auch die Magier haben jetzt im Zuge des Rathaus 15 Updates hier Trefferpunkte dazu bekommen. Die haben jetzt hier 550, zuvor waren es 500. Und naja, bei 500 Trefferpunkten, also 500 Schadenspunkten bei Zerstörung und 500 Trefferpunkten waren die Supermagier in der Vergangenheit Geschichte. Ich habe auch hier nochmal ein Replay, ein kleines, um das zu verdeutlichen. Komme jetzt hier praktisch mit der Blimp, mit den Supermagiern rein, lande direkt auf dem Bombenturm drauf. Diese Bombentürme, die am Rathaus dran liegen, da liegen auf jeden Fall zu 100% immer irgendwie noch kleine Bomben oder Riesenbomben dabei. Und wie ihr sehen könnt, sind jetzt hier meine Supermagier an dem Bombenturm gestorben. Gleiches Thema jetzt hier, um das nochmal zu verdeutlichen, einfach gleiche Blimp, diesmal mit den Superbogenschützen drin. Da muss man jetzt wissen, die Superbogenschützen, die haben ein bisschen mehr Leben wie Supermagier. Von daher sterben die jetzt hier nicht, obwohl der Bombenturm platzt. Allerdings ist es hier an der Stelle wichtig zu erwähnen, wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, der Bombenturm, der war nicht maxed. So, und man hat es vielleicht gesehen, in dem Moment, jetzt wo sie hier landen, die Superbogenschützen dann rauskommen, der Bombenturm zerstört wird. Genau hier. Vielleicht sieht man das ungefähr oben links an der Fahne. Die sind fast tot. Wäre der Bombenturm Max gewesen, wären sie auf jeden Fall auch gestorben. Und ein zweites Thema, was es zu beachten gilt, ist im Prinzip der Wutzauber. Wenn der Wutzauber in der Nähe vom Bombenturm liegt, reicht es auch schon, wenn er auslöst, dass ein Nicht-Max-Bombenturm im Prinzip eure Superbogenschützen dahin rafft. Von daher, mein Tipp Nummer 4 an der Stelle, haltet euch auch mit eurer Superbogenschützen-Blimp wie in der Vergangenheit bei den Supermagiern, haltet euch von den Bombentürmen fern. Ja, und der letzte Tipp, den ich jetzt noch für euch habe, beziehungsweise der letzte Punkt, den es noch zu beachten gilt, den ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, hängt mit den Superbogenschützen selbst zusammen. Ihr könnt hier schon sehen, bevorzugtes Ziel, egal. Das heißt, Superbogenschützen gehen nicht wie jetzt zum Beispiel Loons oder Schweinereiter nur auf Verteidigungsgebäude, sondern die greifen ja generell alles an. Ob das jetzt ein Verteidigungsgebäude, gegnerische Truppen sind etc., spielt in dem Fall keine Rolle. Und ein Fehler, den mir selber immer wieder passiert ist, wenn ihr in der Nähe zum Beispiel der Clanburg landet oder auch in der Nähe von Helden landet, solltet ihr möglichst schauen,
dass ihr euren Unsichtbarkeitszauber auch auf diese Truppen mit anwendet. Das heißt, ihr solltet schauen, dass wenn ihr zum Beispiel in der Nähe der Queen landet, dass ihr die Queen auch permanent unsichtbar haltet, wenn es denn möglich ist und wenn es denn der Fall zulässt. Weil sonst wird nämlich die Superbogenschützen immer das nächstgelegene Gebäude oder die nächstgelegenen Truppen anvisieren. Das heißt, in dem Fall dann die ganze Zeit die gegnerische Königin und eigentlich nicht das, was ihr haben wollt, nämlich Verteidigungsgebäude wie Rathaus, Monolith, Scattershots, was auch immer. Um das einfach nochmal zu verdeutlichen, habe ich hier auch wieder ein Replay für euch vorbereitet. War jetzt ein Angriff von mir in Legende, wo ich eben genau diesen Fehler gemacht habe. Komme jetzt hier mit der blinden Prinzip rein, lande jetzt hier auch außerhalb der Mauer, was nicht so schlimm ist, weil genau dafür habt ihr vier Mauerbrecher dabei, ne, um die Mauer aufzubrechen. Ich klone dann hier ein bisschen in die Base-Mitte mit rein, löse auch mit den Kobolden etc. Fallen aus. Mache jetzt aber den Fehler, wie man hier sieht, dass ich die Bogenschützenkönigin nicht im Invis mit erwische. Und die Bogenschützen haben jetzt permanent im Prinzip eigentlich die gegnerische Queen anvisiert. Und das ist auch der Grund, warum ich hier ziemlich wenige Shots auf das Rathaus bekomme und warum das Rathaus im Endeffekt hier dann auch nicht fällt. Und das ist einfach nochmal so ein Punkt zum Abschied, den ich euch eigentlich mitgeben wollte, dass ihr darauf achtet, wenn da auch Skelettfallen ausgelöst werden, wenn da irgendwie Clanburg-Truppen in der Nähe sind oder irgendwie gegnerische Helden, schaut, dass ihr die möglichst mit unsichtbar macht, dass eure Superbogenschützen halt nicht die ganze Zeit diese Truppen hier anvisieren und bekämpfen wollen, sondern dass ihr den Schaden auch auf denen Gebäuden habt, wo ihr sie im Endeffekt haben wolltet. Ja, und wenn euch jetzt noch Dinge einfallen, die es bei einer Superbogey-Blimp zu beachten gilt, dann lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen und wenn ihr Videos wie dieses nicht mehr verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.